Morgen, meine Damen, meine Herren. Wir werden heute uns intensiv mit der Frage der Abschaffung der Zeitumstellung beschäftigen. Es wird notwendig sein, einen Kompromiss zu erzielen, weil einige Mitgliedsländer, ja sogar die meisten, Bedenken haben, wenn wir schon 2019 eine Zeitumstellung vornehmen. Das heißt, der Vorschlag der Kommission wird von der Mehrheit der Mitgliedstaaten, was die Zeit, den Zeitraum 2019 betrifft, nicht unterstützt. Das heißt, unsere Aufgabe wird es sein, einen möglichst breiten Konsens zu erzielen. Warum sind viele Mitgliedstaaten gegen eine so schnelle Umstellung? Weil man in gewissen Bereichen auch technische Vorbereitungsarbeiten benötigt. Also zum Beispiel im Luftverkehr, wo man die Slots ausverhandelt und festlegt, das sagt uns die Airline-Industrie, sie brauchen zumindest 18 Monate zur Vorbereitung. Also heute die Aufgabe, das diplomatische Geschick Österreichs einfach auch in den Vordergrund zu stellen und einen Kompromiss zu finden. Das heißt, wir haben nicht jetzt vorgestern oder gestern zum letzten Mal umgestellt, das wird nicht so sein. Ich hätte es gerne so gesehen, aber wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten sagt, man schafft das zeitlich nicht, dann müssen wir einen Kompromiss finden. Ziel muss es sein, dass die Zeitumstellung beendet wird, weil die Studien, die jetzt vorliegen, zeigen, es gibt keine Energieeinsparungen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier, weil auch in der Landwirtschaft ja auch die Tiere letztendlich dann betroffen sind. Also, es hat nichts gebracht, es war eine Idee aus den 70er Jahren, aus den Zeiten der Ölkrise und es wird jetzt an der Zeit, diese Maßnahme zu beenden. Sind sich die Mitgliedstaaten im Ziel einig, die Zeitumstellung abzuschaffen? Die Mehrheit ist sich im Ziel einig, es gibt zwei, drei Staaten, die das skeptisch sehen, aber im Ziel werden wir es schaffen, die Zeitumstellung zu beenden. Es hängt davon ab, wann schaffen wir es und wir müssen ja auch darauf achten, dass wir keinen Zeitfleckerlteppich bekommen. Wir haben jetzt drei Zeitzonen in der Europäischen Union. Die mitteleuropäische Zeit, das ist UTC plus 1, die westeuropäische, das ist UTC oder Greenwich Mean Time und die osteuropäische, das ist UTC plus 2. Und wir sollten nicht mehr Zeitzonen werden. Das heißt, wir müssen versuchen, harmonisiert vorzugehen. Ab wann könnte so verlustens abgeschafft werden? Nun, ich rechne jetzt nicht mit dem Jahr 2019, der Rest wird Sache von Verhandlungen sein. Ich möchte es nicht im Interview vorwegnehmen, worauf wir uns einigen können. Welche beiden Staaten sind so skeptisch? Das möchte ich auch nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, dass man noch Überzeugungsarbeit leisten kann. Sie können uns die offizielle Position Österreichs verraten zu dem Thema? Nun, offen ist, wenn wir wechseln, in welche Zeit wir wechseln, weil wichtig sein wird, dass wir bei den Nachbarstaaten auch die gleiche Zeit haben und wir möchten gerne so schnell wie möglich umstellen, aber so schnell wie möglich heißt auch, dass wir es überhaupt ermöglichen müssen und dazu brauchen wir einen breiten Konsens. Aber Sie möchten die ständige Sommerzeit? Nein, das können wir heute noch nicht sagen, denn Ziel muss es sein, harmonisiert vorzugehen, keinen Fleckerlteppich zu bekommen und es ist völlig offen, ob es Standardzeit ist oder Sommerzeit.